Herzlich willkommen zu Nonsens, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. In Thüringen geht zurzeit nur betreuteltes Regieren. Nach der ersten Sitzung des Landtags muss uns doch nun allen klar sein, wo das alles hinführen soll. Ich könnte jetzt alles nochmal haarklein erzählen, wie es war, aber davon wird ja nichts besser. Fakt ist, der AfD-Opa Jürgen Treutler hat alle Abgeordneten der anderen Parteien am Nasenring durch die Manege geführt. Zugegeben, diese Sitzung, die erste des Thüringer Landtags, war spannender als jeder Krimi, aber auch so lang wie Ben Hur. Zuerst ein bisschen Vorgeplänkel, aber nach nur 7 Minuten gab es schon das hier. Herr Bühl. Ja, Herr Alterspräsident, an dieser Stelle, Sie haben ja vielen gratuliert, möchte ich natürlich Ihnen auch zu diesem Amt gratulieren. Und bevor wir in die weitere Tagesordnung eintreten, würde ich Sie bitten, Herr Alterspräsident, nach § 40 Absatz 2, da ja wir kurz auch vor Abstimmung stehen, spätestens zur Tagesordnung, festzustellen, dass wir beschlussfähig sind. Ich nehme Ihre Meldung zur Kenntnis und werde Ihnen zur gegebenen Zeit das Wort erteilen, nämlich entsprechend der Regelung in § 31 Absatz 2 der Geschäftsordnung nach meiner Rede. Lassen Sie mich nun bitte weiter ausführen. Herr Alterspräsident, mit voller Gebühr, aber der § 31 Absatz 2 sieht nur vor, dass nach Reden, dass die Aussprache erfolgt zur Geschäftsordnung. Aber wir befinden uns ja gerade in der Aufstellung der Tagesordnung. Und ich hatte einen Antrag gestellt. Sie sagen, Sie wollen das an dieser Stelle nicht machen. Dementsprechend würde ich beantragen, nach § 121 Absatz 2 dann auch darüber abzustimmen. Ich wiederhole mich. Ich nehme Ihre Meldung zur Kenntnis und werde Ihnen zur gegebenen Zeit das Wort erteilen. Dann muss ich noch mal widersprechen und bitte darum, dass an dieser Stelle auch die parlamentarischen Geschäftsführer nach vorne gerufen werden. Denn ich habe einen Antrag gestellt, abzustimmen nach der Geschäftsordnung. Und ich bitte darum, dass diese Abstimmung auch erfolgt. Parlamentarische Geschäftsführer? Moment. Ich bitte um eine Unterbrechung der Sitzung. Ja, ich habe es höflich gesagt, ich unterbreche die Sitzung. Und das sollte wohl auch das Motto des Tages werden. Ich bitte um eine Unterbrechung der Sitzung. Ja, Treutler unterbrach dann für sein Leben gern, dass es nur so stotterte. Aber jetzt noch mal zu den Tricks der AfD. Hören Sie mal genau hin, was Treutler sagt. Also die parlamentarischen Geschäftsführer haben sich geeinigt, dass ich zunächst meine Rede halte. Meine Damen und Herren, es ist guter Brauch, dass der Alterspräsident in der konstituierenden Sitzung des Landtages die Herausforderung einordnet, die sich am Beginn einer neuen Legislaturperiode für das Parlament abzeichnen. Das erwarten die Bürger zu Recht von uns. Vielen Dank. Gestatten Sie mir nun folgende Hinweise zur Tagesordnung. Über den Verlauf dieser konstituierenden Sitzung des 8. Thüringer Landtages. Das ist Ernennung der Schriftführer. Na, hier könnte man doch denken, die Rede ist zu Ende. Er hat Danke gesagt, er geht zur Tagesordnung über. Aber es war wohl ausgemacht, dass jetzt die CDU was sagen darf. Gehört zu meiner Rede. Herr Alterspräsident, ich hatte mich gemeldet und wir hatten eine gemeinsame Verabredung mit allen parlamentarischen Geschäftsführern, dass Sie so dann jetzt die Beschlussfähigkeit feststellen, indem Sie die Namen der Abgeordneten verlesen und Sie bitten, Ihre Anwesenheit zu bekunden. Und wir sind auch so verblieben, damit das entsprechend aufgeteilt ist, vorher die Schriftführer zu berufen. Ich unterbreche die Sitzung.
Ach so, das gehört nämlich alles noch zur Rede dazu, die Tagesordnung auch. Aber über die wird ja gerade leidenschaftlich gestritten. Wurscht, das gehört noch zur Rede. Ganz normal, ich singe manchmal zu Hause nach dem Lied auch noch die Hausordnung mit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich setze meine Rede fort. Und am Ende meiner Rede wird es noch zu einer Unterbrechung kommen. Über den Verlauf dieser konstituierenden Sitzung des 8. Herr Alterspräsident, erkennbar wollen Sie meinen Geschäftsordnungsantrag hier nicht aufrufen, den ich gestellt habe. Sie fangen jetzt schon wieder mit der Tagesordnung an. Das ist für mich ein weiteres Zeichen, dass Ihre politische Rede beendet ist, sondern Sie in der Aufstellung der Tagesordnung sind. Es gab eine Verständigung zwischen den parlamentarischen Geschäftsführern, dass dann der Punkt vorgezogen wird, hier die Namen aufzurufen und die Schriftführer zu bestellen, um die Beschlussfähigkeit herzustellen. An diese gemeinsame Verständigung, die die Mehrheit des Hauses getroffen hat, scheinen Sie sich hier nicht gebunden zu fühlen. Das ist im Demokratieverständnis, was Sie selbst vorgetragen haben, völlig irrig. Ja doch, aber doch nicht mitten in seiner Rede. Er redet doch noch, Mano. Ich hoffe, wir brauchen am Ende keinen Orthopäden, der Ihre Hände röntgen muss. Ich unterbreche die Sitzung für 30 Minuten. Also das läuft in jedem Karnevalsverein besser. Liebe Kappenbrüder! Ich bitte um eine Unterbrechung der Sitzung. Mir ist nämlich ein bisschen der Text ausgegangen. Und Torben Braga, das ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, der muss mir erstmal einen neuen Text bringen. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung. Auch möchte ich an dieser Stelle darum bitten, von Zwischenrufen und Ähnlichem abzu... Ja, ich habe es höflich gesagt, ich unterbreche die Sitzung. 88 Abgeordnete, davon 87 schlauer als ich, das nervt an sich schon... Und deshalb nochmal für jeden. Ich unterbreche die Sitzung. 88 Abgeordnete und davon auch noch 87 jünger als ich. Warum macht denn von denen keiner den Alterspräsidenten hier? Weil? Ich unterbreche die Sitzung für 30 Minuten. Ja, was ist denn nur wichtiger? Die Verfassung oder meine Verfassung? Kann sich ja kaum einer... reinversetzen, wie das ist, wenn man hier sitzt und das machen muss, was man gestern im Trainingslager Bornhagen noch draufgedrückt bekommen hat. Aber eins kann ich. Pausetaste. Ja, ich unterbreche sofort. Und wenn Sie jetzt meinen, Sie könnten... Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Ja, Sie könnten mir hier... das haben Sie sich gedacht. Ja. Unterbreche die Sitzung für 5 Minuten. Ja. Ich gehe nämlich mal für kleine Alterspräsidenten. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung. Soweit dazu, ja. Aber ich denke mal, dass Jürgen Treutler am wenigsten für seine Situation kann. Ich sag mal so, wenn das ein Hollywood-Film gewesen wäre, Regie Björn Höcke, Drehbuch Torben Braga und in der Hauptrolle Jürgen. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Treutler. Ich bitte in dem Hohen Hause um Ruhe. Die auf den 19. September datierende Einladung zur heutigen ersten Plenarsitzung führt Herr, unter Herr Treutler, ich habe einen Geschäftsordnungsantrag gestellt. Sie haben den zu vollziehen. Herr Bühl, ich ermahne Sie zur Ruhe. Ich möchte meine Rede zu Ende führen. Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführung. Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Hui, harter Tobak. Ja, schnell reich werden und dann ab auf irgendeine Insel, irgendwo anders. Hauptsache nicht hier in Höckingen und bitte auch nicht auf Sylt. Ich
Ich heiße Sie herzlich willkommen im Eurojackpot-Studio von Lotto Thüringen. Und ja, es ist schon wieder soweit. Herzlich willkommen im Oktober. Der Sommer ist vorbei, aber wir müssen nicht traurig sein, denn es kommt die gemütliche Zeit des Jahres. Bevor es aber zu gemütlich wird, kommen wir erstmal zu den Eurojackpot-Gewinnzahlen vom 1.10.2024, wie immer ohne Gewähr. Waren das Ihre Zahlen? Ich sage herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich, wirklich tollen Gewinn. Wenn Sie diesmal nicht richtig getippt haben, dann ist das gar nicht schlimm, denn die nächste Chance, die wartet schon auf Sie. Am Freitag ist diese Summe für Sie im Eurojackpot. Na Ono, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig. Ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 79 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Der Oktober ist da und das heißt, es wird wieder gemütlich. Denn wenn die Tage kürzer werden und es draußen so langsam kälter wird, dann gibt es doch nichts Schöneres als eine gemütliche Tasse Tee vor dem warmen Heizkörper oder Kamin zu trinken. Aber aufgepasst, in Sachen Tee gehen die Geschmäcker mittlerweile weit auseinander. Wo es sonst schwarzen Tee, einen roten und vielleicht noch einen Kamillentee gab, da gibt es heute fast schon exotische Sorten mit wohlklingenden Namen. Wie wäre es zum Beispiel mit Strawberry Kiss, Roots of India oder einem Dattelkuss? Ob Sie es beim Tee lieber klassisch oder außergewöhnlich mögen, das müssen Sie natürlich selbst entscheiden. Ich möchte Ihnen aber noch einen Tipp mitgeben. Nicht vergessen, Ihren nächsten Schein für den Eurojackpot abzugeben. Entweder online unter lotto-thüringen.de, in der neuen Lotto Thüringen App oder in einer der Thüringer Lotto-Annahmestellen. Ich sage bis bald und jetzt ganz viel Spaß mit der Sendung Nonsens. Hier ist Nonsenf, die Wochenrückschau auf diese Chaoswoche hier in Thüringen. Wo waren wir stehen geblieben? Wie gesagt, ich führe erst meine Rede zu Ende. Das ist nicht Bestandteil der Geschäftsordnung, unter der wir hier befassen. Ach ja, blamieren und kassieren, das neue Format der AfD im Thüringer Landtag. 4 Stunden und ein bisschen was zog sich das Theater hin und danach waren alle genauso schlau als wie zuvor. Schlimmer noch, es waren noch mehr Fragen offen. Erstens, wenn dieses rechtliche Problem bekannt war, warum hat man vorher nichts unternommen? Zweitens, ist es vielleicht wirklich zu spät dazu? Drittens, wer hat denn nun Recht und wer kann es auch beweisen? Da muss das Verfassungsgericht abliefern. Viertens, wer hat die ganzen Hobbyjuristen in den Saal gelassen? Waren schon Blumen vorbereitet? Sind die am Samstag noch gut? Eieiei, was soll nur werden, hm? Wieder mal ein Experiment aus dem Labor Thüringen. Und hier nochmal die schönsten Verbindungen, Explosionen, Farbmarker, Bunsenbrennerausfälle und Katalysatoren-Quatsch vom Donnerstag, erste Sitzung des Thüringer Landtags 2024. Ich sehe, es kommt zu keiner Ruhe. Ich unterbreche die Sitzung für 5 Minuten. Ja! Herr Alterspräsident, Sie sind verpflichtet, nach der Verfassung und der Geschäftsordnung, die Sie heute am Anfang dieser Sitzung selbst als gültig erklärt haben, einen Geschäftsordnungsantrag sofort zu behandeln. Die Sitzung ist unterbrochen. Ich habe Sie auch nicht um das Wort gebeten. Wir widersprechen Ihnen. Die Sitzung ist unterbrochen. Wir können nicht dauerhaft die Geschäftsordnung so aushöhlen, wie Sie das gerade tun. Wir fordern den zweitältesten Abgeordneten auf, die Sitzung fortzuführen. Der zweitälteste Abgeordnete soll die Sitzung jetzt fortführen. Da sich der zweitälteste offensichtlich nicht bereit erklärt, er hat gar nicht
Wir haben den Zweitältesten aufgefordert, die Sitzung fortzuführen. Es ist das Selbstorganisationsrecht des Parlaments, nur mal noch zur Erinnerung. Wir fordern den Alterspräsidenten auf, die Sitzung unverzüglich fortzuführen. Wir verlangen, unsere verfassungsmäßigen Rechte hier als Abgeordnete wahrnehmen zu können und verlangen, dass der Alterspräsident die Sitzung jetzt vorführt, um unsere Rechte zu wahren. Wir verlangen die Fortsetzung der Sitzung durch den Alterspräsidenten und wenn er sich nicht imstande fühlt, die Sitzung fortzusetzen, dies zu erklären und dann an den Nächstältesten zu übergeben, damit wir unsere verfassungsgemäßen Rechte wahren können und endlich die uns zustehenden Geschäftsordnungsanträge, die im Raum sind, beschließen zu können. Jetzt kam zur noch mal. Wahrung unserer verfassungsgemäßen Rechte fordere ich den Alterspräsidenten auf, die Sitzung in den nächsten 5 Minuten fortzusetzen. Ich komme nun zur Ernennung von vorläufigen Schriftführern. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Beziehungsweise Schriftführern. Ja, ich denke, ich habe das ausgeführt, dass ich darf nicht hier keine eine Wortmeldung machen, bevor Sie mit Ihren Äußerungen fertig sind. Das kann doch nicht im Sinne der Demokratie sein. Das ist doch keine One-Man-Show. Wir sind alle hier, um da auch darüber zu debattieren, wie Ihre Auslegung dieser Geschäftsordnung angeblich ist. Und dazu haben wir ein Recht, jeder Einzelne in diesem Haus. Sie bestimmen nicht alleine über die Geschäftsordnung dieses Landtages und über die Tagesordnung in der konstituierenden Sitzung. Geschäftsordnungsanträge sind unverzüglich zu beraten. Wir haben Ihnen heute im Laufe des Tages mehrfach die Möglichkeit gegeben, es zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. Der spätere Zeitpunkt ist jetzt überschritten. Es ist jetzt an der Zeit, den seit heute Morgen im Raum befindlichen Geschäftsordnungsantrag endlich abstimmen zu lassen. Sie haben keine politische Legitimation, eigene Geschäftsordnungsinterpretationen vorzunehmen. Genug, ich kann es nicht mehr hören. Gab's denn auch irgendwas Gutes in dieser Woche? Ah ja, Männer, also klassische heterosexuelle Cis-Männer, glauben ja meistens, sie haben alles im Griff und einer Frau muss geholfen werden. Jetzt stellen Sie sich vor, die Frau spricht mit normaler und später mit höherer, piepsiger, zerbrechlicher Stimme. Da regt sich der Beschützerinstinkt beim Mann, weil er hat ja die Lage im Griff, die Frau scheinbar nicht. Genau das haben chinesische Forscher untersucht und haben herausgefunden, dass es komplett umgekehrt ist. Die Frauen haben alles im Griff, sogar die Männer. Und mit Hilfe ihrer Stimme bringen Frauen meistens ganz unbewusst Männer dazu, genau das zu machen, was sie sollen. Ist das nicht ein bisschen sehr verrückt? Wenn Frau das zarte Stimmchen erhebt, wird man leichtsinnig oder draufgängerisch, säuselt sie im harmonischen Tonfall, dann wird er zum Beschützer und Versorger. Die Stimme entscheidet auch maßgeblich darüber, ob ein Mann eine Frau attraktiv findet oder nicht. In einem anderen Test wurde Männern versucht, etwas zu verkaufen. Einmal durch eine tiefe Frauenstimme, einmal durch eine hohe. Und welche Stimme hat wohl mehr verkauft? Richtig, die hohe. Und das erklärt auch den unglaublichen Erfolg von Heidi Klum. Obwohl deren Stimme können ja fast nur noch Hunde hören. Es ist geplant, die Sitzung hier voraussichtlich am Samstag um 9.30 Uhr fortzusetzen. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung. Aufhören! Es gibt ja Nachschlag nächste Woche. Bis dahin unterbreche ich jetzt die Sitzung.